Hallo Leute, hier ist wieder Juggly Juice. Also diesmal mit einer anderen Begrüßung, weil mein lieber Freund, der Giocatori 2011, der ausgezeichnete Videos auch macht, den Link packe ich euch mal in die Beschreibung, schaut mal dem vorbei, darüber gemeckert hat, dass ich immer nur dieselbe Begrüßung mache, also heute mal anders. Und was ich euch heute zeigen will, ist das Minecraft Adventure Update. Was ist neu und was wird es eben Neues geben? Also, ich habe mir es hier auf den Zettel geschrieben. Das erste, was neu ist, sind NPC Villages. Das sieht ungefähr so aus. Es werden computergesteuerte, also einfach Computerhäuser irgendwo in die Minecraft-Welt gebaut. Hier, die sind hier einmal aus Holz, Cobblestone und diesen grünen Dingern. Was merkwürdig ist, sind diese Pilze, die hier stehen. Da weiß noch keiner was zu. Ja. Ach ja, Holztüren gibt es, wie man hier sieht. Es gibt Gerüchte, die sagen, dass auch computergesteuerte Leute hier rumrennen, was ich jetzt aber nicht glaube. Ich würde sagen, es kommt, wenn es in der Alpha, aber naja, gut. Was neu ist, sind zufallsgesteuerte Dungeons auch. Also das sind dann eben so zufallsgesteuerte Dungeons. Neue Binom-Codes, da habe ich keine Ahnung, was das ist. Dann ein Creative Mod. Mod, keine Ahnung. Das bewirkt nämlich, dass man unendlich Sachen hat. Und einfach drauf losbauen kann, abbauen. Vielleicht kennt man das iPod-Spiel Eden. Vielleicht kennt das einer von euch. So ähnlich wird es sein, nur eben in der Minecraft-Welt und auf dem Computer. Also man hat unendlich Items und unendlich Rohstoffe und kann damit dann alles machen. Dann wird das Kampfsystem verbessert. Ja, also das heißt Critical Hits. Und es soll vielleicht auch mehr Waffen und Schilder geben. Ja, und dann sollte es übrigens auch noch mehr Farming-Options. Also das heißt dann eben, dass man mehr Sachen anbauen kann. Mehr Sachen pflanzen und sowas. Also Pflanzen und Gemüse soll noch hinzukommen mehr. Also Critical Hits habe ich gesagt, also dass man Critical Hits machen kann. Wie bei diesen MMORPGs oder so. Nicht mehr kann, wenn ich es jetzt falsch ausgesprochen habe oder irgendwie einen Buchstaben vergessen habe. Dann gibt es Gerüchte, dass, also was ich jetzt aufgezählt habe, waren die Sachen, die Notch bekannt gegeben hat. Es gibt Gerüchte, Moment, das sollte ihr eigentlich jetzt gar nicht sehen, dass Pferde in das Spiel eingefügt werden. Pferde. Man kann, also, man kennt ja den More Creature Mod, den man sich einfügen kann, aber da gibt es viele Probleme, hat Notch berichtet, deswegen soll es Pferde geben, die man auch reiten kann, zähmen kann, hier auch Babypferde, die man als Haustiere halten kann, genau wie Hunde. Gut, dann soll noch das Himmelsreich hinzugefügt werden, also das Himmelsreich gibt ja schon den Nether, dann das Himmelsreich, das kann ich mal zeigen. Hoppalopadap. So sollte das dann aussehen, in der Luft schwebend, ein Himmelsreich, hier mit so Glaskuppeln, hier auch, das ist jetzt nicht so hoch, aber normalerweise sollte das so aussehen, das ist das Himmelsreich von Minecraft dann, wie man da hinkommt, weiß noch keiner, ja, so, was noch neu ist, was sein wird, man weiß nicht, es gibt Gerüchte, brennende Pfeile, also man kennt es ja, wenn man eine Lavawand hat, dann kann man durch die Lava schießen und der Pfeil brennt. Aber man soll brennende Pfeile herstellen können. Ja, man kann hier dann Pfeile schießen, die brennen. Dann sieht man hier, der Baum brennt. Wow, okay. Also, gut. Das war's dann erstmal zu den Sachen. Meine Quelle beziehe ich hierher. Den Link packe ich auch in die Beschreibung. Den könnt ihr schon mal durchlesen. Gibt's einen kleinen Artikel und so. Könnt ihr schon mal durchlesen, wenn ihr noch mehr von dem Minecraft Update wollt. Okay, guckt mal auf Giocatoris Seite und auch vielleicht auf Digon98. Der macht jetzt was mit FIFA, aber sind beides zwei gute Freunde von mir. Und ja, schaut doch mal vorbei. Dankeschön.